Thomas. Hallo. Ah, schön, dass du schon da bist. Schön, dich zu sehen. Ja. Besten Dank. Willst du was einkaufen? Ja, ein bisschen. Das ist wirklich wenig, ja. Oder? Da hätte ich dir mehr zugetraut. Wo möchtest du denn hin heute? Ich möchte gerne heute mal ins Adlon. Ins Adlon? Ja, denn heute darf ich mal aus jedem Blickwinkel das Adlon angucken. Mhm. Bin super gespannt. Aber sag mal, das Bikinihaus, in dem du jetzt gerade warst, ja. Bin ja nun gar nicht der Einkäufer, aber das Ding, finde ich, hat irgendwie schon was. Weil ich habe einmal eine sehr schöne Veranstaltung da gemacht. Ich habe eine Charity-Versteigerung moderiert von einem Kleid von einem jungen Designer aus Berlin, der ein Kleid versteigert hat, was Lady Gaga getragen hat. Da kommen wir zum Punkt. Lady Gaga ist so eine Musik... Dein Ernst? Tante? Matthias, Lady Gaga. Sag mal, als Taxifahrer musst du doch eigentlich Soziologie oder Psychologie studiert haben, oder? Ja, das tue ich immer noch. Täglich hier im Taxi. Pro Seminar angewandte Psychologie. Und hilft's? Ja, man lernt immer dazu, ne? Ah, die Siegessäule oder Goldelse. Ja, hast du irgendwie ein Lieblingswahrzeichen? Meine Couch. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so bekannt. Die steht so für mich, für Berlin, für nach Hause kommen, wenn ich an meiner Couch bin. Hier der Tiergarten, unser kleiner Central Park mitten in Berlin. Ja, aber der andere hat ja nun doch einen riesen Nachteil gegenüber dem unsrigen hier. Ja? Da ist kein Berlin drumherum. Jetzt sind wir hier an diesem Ort, an dem wahrscheinlich noch nie freiwillig ein echter Berliner jemals war, am Potsdamer Platz. Würde ich widersprechen, aber bevor die schrecklichen Gebäude kamen, da war nämlich hier dieser geile Polenmarkt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Da war ich wahrscheinlich noch zu klein. Möglicherweise, aber ein toller Flohmarkt, da war ich hin und wieder mal. Mhm. Ist da auch deine Mütze her? Meine Mütze kommt aus einem edlen, kleinen, feinen Laden aus Kreuzberg. Herrenausstatter? Von einem Herrenausstatter aus Kreuzberg. Mama, kann ich meine Tüte gleich bei dir lassen? Klar. Dann würde ich mir meine Kette einfach kurz anziehen. Weißt du, ich habe gedacht, das Outfit, das braucht einfach dringend noch ein bisschen Gold. Das ist wirklich zu subtil und zurückhaltend. Muss ich mich gleich mal umdrehen? Ja, wow. Absolut. Oder? Ja, viel zu wenig Gold. Ja, guck, jetzt kommen wir schon zum Adlon hier. Ja, besten Dank fürs Fahren. Ich fahre immer gerne mit dir, Matthias. Diana, herzlich willkommen mit der Adlon Kempinski. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Schönen guten Tag. Grüß dich. Das war herrlich mit dir. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auch. Ich freue mich schon. Ja, tschüss. Danke, Adlon.